ich blätter hier mal weiter. Das geht auf Finnisch. Das Fremdsprachenmonster. Das Fremdsprachenmonster, genau. Ihr wisst auch jetzt gar nicht, was passiert wahrscheinlich. Nicht so richtig, nee. Gut. Nee, so gar nicht. Also ich mache heute irgendwas mit Fremdsprachen und unsere Songs. Ich lese heute aus meinem Tagebuch vor, aus meinem Illuminati-Tagebuch. Oh, nein. Und zwar geht um ein paar Preuler-Songs. Ich werde die auf Französisch vortragen. Und ihr müsst raten, welcher Song es ist. Oh, oui, oui. Und das ist halt sehr schwer, weil ich halt ganz schlecht Französisch spreche. Deswegen sind die Chancen, dass ihr es wisst. Ich sag mal gleich null. Okay. Kannst du Französisch? Ja. Also bei anderen Drohnen alles. Nein, Spaß. Okay, fangen wir mit was Leichtem anfangen oder was Schwerem? Mach einfach. Mach einfach, okay. Pass mal, machen wir mal einfaches. Ça va être une route difficile. Das wird ein harter Weg. Wie habt ihr das gewusst so schnell? Ich war schon, glaube ich, in dem Refrain. In der Musik. Sehr geil. Also er ist schon gemutter. Das kann so munter weitergehen. War doch zu leicht, glaube ich. Okay, dann machen wir was Schweres. Und zwar, mon entreprise, mon problème, je ne descendrai pas. Meine Sache, mein Problem. Hey, dann machen wir was Schweres. Warte mal, ich blätter hier mal weiter. Das geht auf Finnisch. Das Fremdsprachenmonster, genau. So, was machen wir denn jetzt? Okay, das wisst ihr nicht. Und zwar, ramène-moi à toi. Mettez-moi au concret. Zurück zu dir. Zum Beton. Ja, zurück zum Beton. Was? Zurück zum Beton. Okay, das wisst ihr nicht. Und zwar... Das gibt's nicht. Ich muss leider erstmal einmal. Das hätte ich nicht. Damit habe ich. Ihr habt euch doch vorbereitet. Nein. Ich habe Französisch kurz vorbereitet. Ich wollte gerade sagen, ich habe Bubble gemacht. Nein. Sprachen lernen, Bubble. Aber das ist echt krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ist zu leicht. Okay. Das nächste. Tout ira bien à nouveau. Je ne l'ai pas promis. Ha, das wisst ihr nicht. Mach nochmal. Finde ich doch schön. Bitte was? Nein, ich mache so ein Corinne Vorpor. Tu iras bien à nouveau. Je ne te l'ai pas promis. Tu. Nee. Also ihr irgendwas? Ach, ihr da oben vielleicht? Ach, ich hab sie am Lack. Komm, ich lege noch ein bisschen weiter, aber ich lege mal, glaube ich, noch ein bisschen weiter vor. Tu iras bien à nouveau, la paix a éclaté. Ne, bleib ich raus. Ich kann es ja mal so probieren, ein bisschen vorzusummen, aber das wird, glaube ich, tout ira bien à nouveau. Alles wird wieder okay. Ah, richtig. Okay. Ja, mit ein bisschen Hilfe, ne, muss ich sagen, war schon. Okay, aber ihr macht euch gut. Aber du hast doch vorhin mit Tür angefangen, das heißt doch du. Hä? Tu. Ich hab gesagt, mein Freund, du bist schlecht. Ach so. Dann hätten wir es natürlich sofort erkannt. Klar. Ja, ich musste ja auch überwachen, dass ihr ein bisschen doof aussieht. Ich muss ja hier glänzen hier. Okay, nächstes Ding. Das kann ich gar nicht vorlesen. N'abandonné pas le navire. Faites nous savoir que vous voyez toujours. Einfach, oder? Ron lacht sich weg. Keine Hymnen heute? Nee. N'abandonnez pas le navire, faites nous savoir que vous croyez toujours en nous. Gut angefangen. Und stark nachgelassen. Wie bei mir. Niemand wird zurückgelassen. Nein, frei rausraten. Navier. Was klingt denn so ähnlich? Navier. Bier. Hab den Song mit Bier drin, da überlege. Navier, sowas mit Navigation, was so als kleiner Fall. Achso, gibt das Schiff nicht auf dann wahrscheinlich. Ah, sehr gut. So, und jetzt kommt das. Haben wir schon mal einen Joker? Einen Joker, aber Publikum-Joker habt ihr keinen, ne? Nee. Okay. Vous ne vous connaissez pas, vous frappez la même note. Tu chantes les mêmes chansons. Wer la même lune? Kannst du mal einen Anfang? Ja, natürlich. Du magst mein Französisch, merke ich. Ja, vous ne vous connaissez pas, vous frappez la même note. Tu chantes les mêmes chansons, vers la même lune.
Luna? Das ist der Mond? Wo könnte... Ist da jemand, könnte es sein? Oder 33 erklärt? Ich lach schon. Jetzt habe ich schon verkackt, weil lacht, ey. Na, was könnte es sein? Naron? Ist da jemand? Ist da jemand, ist natürlich korrekt. So, jetzt kommt der Letzte. So, den verkackt jetzt auf jeden Fall. Nein, der ist eigentlich so. C'est ma famille, c'est ma maison. Ja, meine Familie natürlich. Richtig, so, habt ihr mitgezählt, wie ihr gewusst habt? Alle. Jein. Drei haben wir verkackt. Drei habt ihr verkackt, das waren sieben, das heißt, vier habt ihr gewusst, das heißt, Respekt. Das nächste Mal mache ich es ein bisschen schwerer. Vielleicht auch Finnisch oder Spanisch oder... Ja, das wär was. Oder könnt ihr eine Sprache besonders gut? Wir können ja nicht mal Deutsch.